er hat, also es gab ja gestern schon so ein bisschen den Fingerverweis in Richtung, ja, Streitereien zwischen CDU und CSU und dass die Regierung da nicht so richtig arbeiten kann und so weiter und so fort. Das heißt, Frau Nahles hat jetzt im Grunde genommen gesagt, naja, also an diesem Ergebnis sind wir jetzt nicht alleine schuld, sondern ein Großteil liegt bei anderen. Ist das so? Ja, so wird das zumindest gestern hier, oder so ist das gestern hier überwiegend beschrieben worden. Man nimmt zwar auch die eigene Partei nicht aus der Verantwortung. Das haben wir auch heute Morgen im Gespräch mit Lars Klingbeil durchaus ergründen können. Aber in erster Linie wird natürlich schon das, was man heutzutage Performance nennt, der Großen Koalition, dafür verantwortlich gemacht, warum es auch in Bayern nicht durchgedrungen ist, mit SPD-Positionen zu punkten. Und da, ohne dass die SPD das namentlich groß erwähnt hat, man natürlich den Blick gerichtet auf die Christsozialen und die Christdemokraten, insbesondere die an der Spitze stehen und die in den vergangenen Wochen und Monaten da immer mal wieder für Unruhe gesorgt haben, eben auch, wie die SPD sagt, auch zu Lasten eben der SPD. Nun wird man mal beobachten, was hier heute diskutiert wird in den Gremien. Das Präsidium ist ja schon zusammengekommen. Nachher, so ab 11.30 Uhr ungefähr, trifft sich dann auch der Vorstand. Es hat hier am Wochenende in Berlin ein Basiskongress der Linken gegeben in der SPD. Und da sind auch wieder die Stimmen, aus dieser Großen Koalition auszusteigen, laut gewesen, wenn auch nicht von den ganz führenden Köpfen. Die halten sich da noch zurück. Die warnen aber nach wie vor davor, dass, wenn sich nichts ändert in der Zusammenarbeit der Großen Koalition, man dann vielleicht doch die Reißleine ziehen müsse und dann aussteigen. Aber auch das müsste man ja natürlich dann erstmal zu Ende diskutieren und schauen, was hat denn das für Konsequenzen. Und dass man sich zwingend in der Opposition nicht automatisch auch erneuert, das hat ja nicht zuletzt auch die bayerische SPD in den vergangenen, beziehungsweise dass man sich dann nicht, erstens mal nicht erneuert, aber dass es zweitens auch noch keine Erfolgsgarantie ist, wenn man über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte in der Opposition ist. Das haben wir eben in Bayern bei der SPD dann auch gesehen. Es ist relativ dürftig gestern hier gewesen, was an Stimmen einzufangen war. Die Parteivorsitzende Andrea Nahles musste alleine hier vor die Medien gehen. Es war dann noch der Generalsekretär im Haus und auch der stellvertretende Parteivorsitzende Stegner. Ansonsten nichts, was Rang und Namen hat hier im Atrium des Willy-Brandt-Hauses gestern Abend, wo es auch keine Wahlparty gegeben hat. Und auch heute sind die Stimmen noch einigermaßen übersichtlich. Wir fangen die ja normalerweise immer ein, bevor hier Stellvertreter oder Präsidiumsmitglieder oder auch Vorstandsmitglieder das Willy-Brandt-Haus betreten. Heute auch wieder nicht so ganz einfach, da zu Stimmen zu kommen. Aber immerhin zwei haben wir dann doch noch eingefangen. Ralf Stegner heute Morgen und zuvor das Präsidiumsmitglied Aydan Özvus. Wir haben kein großartiges Ergebnis erwartet in Bayern. Das gehört natürlich schon dazu. Aber dennoch, und Sie wissen ja auch, ich habe meinen Stellvertreterposten ja zur Verfügung gestellt, damit Natascha Kohn noch eine bessere Chance hat, auch bekannt zu werden. Das hat nun leider nicht funktioniert. Aber gekämpft haben die dort wirklich mit aller Kraft. Aber es hat eben nicht gereicht. Das ist deutlich. Ja, aber welche Ideen hat die SPD, um aus dieser immer tiefer werdenden Krise hinauszukommen? Naja, gestern Abend war die Wahl. Oder gestern. Und heute Morgen werden wir uns jetzt zusammensetzen, werden das natürlich sehr ruhig analysieren. Wir werden uns sicher nicht schonen. Das gehört auch dazu. Aber wir werden jetzt auch erstmal das in Ruhe angehen, werden die nächste Wahl auch noch anschauen und dann gucken wir weiter. Muss die SPD, wenn die Hessenwahl auch schief geht, über einen Austritt aus der Großen Koalition nachdenken? Die SPD sollte grundsätzlich jetzt erstmal Ruhe bewahren und nichts ausschließen, aber auch nichts anpeilen. Das gehört zu Ruhe bewahren dazu. Wir müssen jetzt schauen, wie auch die nächsten Wahlen sind. Ich bin Norddeutsche, da geht das alles immer ein bisschen anders aus und das muss Gründe haben. Das müssen wir uns genau angucken. Was ist da in Bayern beispielsweise vielleicht auch eben anders? Wo kommen wir als SPD überhaupt nicht mehr hin? Wo werden möglicherweise auch Geschichten über uns erzählt, die nicht so ganz stimmen? All das gehört ja auf den Tisch. Da schaffen wir etwas nicht, was uns in anderen Regionen durchaus noch gelingt, nämlich gut zu regieren oder überhaupt den Regierungsauftrag zu bekommen oder annähernd zu bekommen. Und deswegen müssen wir das sehr genau analysieren. An dem Ergebnis gibt es nichts zu beschönigen für die SPD. Das ist ein ziemlich erschütterndes Wahlergebnis gewesen, wenn man so viel verliert. Wenn die Parteien, die die großen Koalitionen bilden in Berlin, eine solche Ohrfeige von den Wählern und Wählern kriegen, dann gibt es da, glaube ich, nichts schön zu reden daran, sondern das muss man sich angucken. Und ich glaube, das heißt auch sehr klar, in Berlin kann das so nicht weitergehen, denn
Natascha Kohn hat da mit einer Bleiweste gekämpft, da stand GroKo Berlin drauf. Das ist einfach so. Was würden Sie dann konkret sagen, was das für Konsequenzen für die GroKo haben soll? Was muss sich hier in Berlin dann aus Ihrer Sicht ändern? Ich glaube, man ist nicht so klug beraten, immer wenige Stunden nach den Schließung der Wahllokale schon alles ganz genau zu wissen. Wir haben auch noch eine schwierige Landtagswahl in Hessen vor uns. Da geht es um Bildung, da geht es um Mobilität, da geht es um Wohnen. Da sind die Verhältnisse auch andere. Aber klar ist schon, dass die guten Gründe, die die SPD hatte, dass die Mitglieder gesagt haben, wir gehen in die Große Koalition, weil ja Maika nicht zustande gekommen war, weil man das Land den Rechten nicht überlassen wollte, dass das nicht heißen kann, man bleibt da auf jeden Preis, um jeden Preis dran. Das ist, glaube ich, schon eine klare Analyse dessen, was man feststellen muss. Bisher hat das nicht gut funktioniert und die Wählerinnen und Wähler finden das jedenfalls nicht gut, was die Große Koalition produziert. Und es gibt genug zu tun in Deutschland, wie man ja sehen kann. Am Wochenende waren 250.000 Menschen auf der Straße und haben für sozialen Zusammenhalt demonstriert. Da sieht man, was eigentlich zu tun wäre in diesem Land. Und insofern werden die Führungsgremien der Partei schon eine Menge zu beraten haben. Auch zur Führungsgremien in der SPD vielleicht nochmal die Frage, muss sich auch der Parteivorsitzende, muss ich Andrea Nahles auch die Frage stellen, ob sie noch die richtige Vorsitzende ist? Ich glaube nicht, dass uns Personaldebatten jetzt weiterhelfen, sondern ich glaube, dass die Führung, da gehören ja alle zu, ich auch, dass wir die richtigen Konsequenzen daraus ziehen und die heißen, wir müssen alles dafür tun, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Das geht nur mit einer SPD, die sich klar unterscheidet von der Union und die auch deutlich macht, was nicht gemeinsam geht und nicht nur einfach sozusagen Kollateralschäden mit davon zieht. Es nützt uns ja gar nichts zu sagen, der Seehofer hat dieses Theater losgetreten im Sommer. Das beeindruckt die Leute gar nicht. Sie sagt, ihr regiert zusammen und dann kriegt man auch gemeinsam auf die Mütze. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir uns weniger an anderen orientieren, sondern müssen selbst für uns sagen, was wir richtig finden. Und das mit großer Leidenschaft und Klarheit.